Hallo zusammen, im Angesicht der Krise mit dem nächsten Lockdown vor der Brust, da bin ich ja wirklich heilfroh, dass ich Skatspieler bin, dass ich das allergeilste Spiel der Welt habe, um mir die Zeit zu vertreiben. Das ist meine Versicherung gegen Lagerkoller und gegen Langeweile und es gibt mir einfach ein wenig Trost und Kraft, dass ich mit der besten Community dieses Spiel hier auch noch teilen kann. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und ich habe natürlich auch noch den passenden Veranstaltungstipp für euch parat. Morgen 16:15 Uhr gibt es das große Halloween-Turnier. Drei Serien auf Euroskat und auf Skatinsel. Da geht es mit 30 Euro Einsatz los. 5 Euro pro Serie und 15 Euro in der Gesamtwertung. Und zusätzlich das allerbeste: Rosita legt noch 500 Euro auf den Preistopf obendrauf. Das heißt, da warten Spaß, da warten hoffentlich ganz viele Spieler, die mitmachen. Und es wäre wirklich schön, wenn wir da mal wieder ein Statement setzen, einen Teilnahmerekord mal anpeilen. Und einen guten Schnapp gibt es mit dem entsprechenden Kartenglück und dem Können natürlich auch noch zu gewinnen. So, was habe ich euch denn heute hier mitgebracht? Ihr seht hier schon eine Verteilung liegen und die entsprechende Aufgabe dazu, die muss ich euch mal vorlesen. Die habe ich per WhatsApp bekommen von Andreas Trehm, auch ein begeisterter Skatspieler, der mich schon viel in der Skatinsel unterstützt hat, gerade bei der englischen Übersetzung. Jetzt hat er seinen Hut in den Ring geworfen und macht im DSKV ehrenamtlich mit im Präsidium für Internet und Öffentlichkeitsarbeit. Dafür schon mal herzlichen Dank und viel Erfolg, Andreas. Und dann hat er auch noch mal so eine Perle hier ja, rausgesucht. Ich lese es euch einfach mal vor. Das gewinnt auch seinen Charakter ein bisschen noch durch den, ja, ich weiß nicht, ist das saarländisch? Durch den saarländischen Akzent, der da noch reinkommt. Also, so geht's mal los. Hinterhand führt Kreuz Bube, Ass Dame 7 8, Karo Ass 9 8 7 und Pik Ass. Das habe ich hier schon hingelegt. Mittelhand reizt 48, welche Vorhand hält. Mittelhand überlegt, ob er weiter reizen soll, passt dann jedoch. Vorhand hebt den Skat auf, drückt zwei Karten und spielt Herz. Im ersten Stich fallen Herz 7, Herz 8 und von uns natürlich Kreuz Bube. Vorhand gewinnt das Spiel, da Hinterhand im zweiten Stich die vermeintlich richtige und doch grundfalsche Karte ausspielt, die das Spiel für die Gegenspieler ungewinnbar macht. Nach dem Spiel folgende Unterhaltung: Mittelhand zu Hinterhand. Du musst ein bisschen denken bei dem Spiel. Die Karte im zweiten Stich war so schlecht. Antwort Hinterhand. Halte ich euch jetzt noch mal vor und stelle mal die erste Frage. Welche Karten führen Vorhand und Mittelhand und welche Karten müssen gedrückt sein? Ja. Wir haben im Prinzip unsere eigene Karte und wir haben eine Reizung und es ist mal wieder so eine Situation, wo man aus der Reizung, aus der Spielansage und diesem einen Stich schon sehr, sehr viel erkennen kann. Also, wer jetzt schon die komplette Karte auflösen kann, Respekt, Hut ab, das ist trotz alledem eine reife Leistung. Für alle anderen kommt jetzt nochmal der zweite Hinweis. Also, Antwort von Hinterhand: Was willst denn du? Du hast doch eine unverlierbare Grand Hand, gäbst doch nur drei Stiche ab. Nochmal die Frage: Wie ist die Karte verteilt? Ja, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gerade noch mit dem Hinweis, Mittelhand soll einen unverlierbaren Grand Hand haben, wo er nur drei Stiche abgibt, ist ja sowieso schon klar. Wenn der 48 reizt, dann wird es wohl kein Farbspiel sein. Das können wir uns nicht vorstellen. Der Herz muss ja hier ohne 4 sein, also wird wohl Mittelhand noch die drei Buben haben. Und das ist wohl auch der Grund, dass er den Grang reizt. Aber trotz alledem, in Herz wird er wohl auch kein volles haben. Die muss doch Vorhand haben. Vorhand muss doch einen Sechstrümpfer haben, sonst hätte er niemals 48 gehalten. Und Mittelhand kann ja an sich auch in Kreuz, in Karo gar nicht stark sein, weil wir da selber die Asse so lang haben. Also letztlich muss Mittelhand jetzt ganz stark in Pik sein. Das heißt, es ergibt sich ganz zwingend, zumindest dann aus der nächsten Aussage, dass sein Granghand nur drei Stiche in der Abgabe hat, dass er sechsmal Pik in der Flosse hat und die drei Unterbuben, die Herz-Lusche, hatten wir ja schon gesehen. Und das erkannt bedeutet dann, dass Vorhand folgende Karten hat: sechsmal Herz ohne Vieren mit beiden vollen. Und bei diesem Blatt und der hohen Reizung wird er doch wohl sehr wahrscheinlich 20 Augen gekellert haben. Jetzt liegt also dieser erste Stich. Wir sind dran und es kam die zweite Frage.
Welche vermeintlich richtige Karte spielte Hinterhand im zweiten Stich auf? So, und da es ja hier hieß, der Spieler hat gewonnen, kam mir jetzt als Lösung nur Folgendes in den Sinn. Er muss jetzt hier das Pik Ass gespielt haben, denn das ist tatsächlich die einzige Karte, mit der der Spieler das Spiel gewinnt. Er sticht jetzt einfach das Pik Ass mit dem Herz Ass, spielt eine Trumpf-Lusche raus. Das Spiel kann auf keinem Weg mehr hier nach vorne gebracht werden. Das heißt, er bekommt immer noch die Pik 10 mit der Herz 10 und dann hat er eben 6 volle eingesackt. Das war meine Lösung, aber Überraschung, die Lösung war zumindest aus Sicht des Aufgabenstellers gar nicht korrekt. Nächste Frage kam nämlich, welche Karte hätte Hinterhand zwingend spielen müssen, um eine Gewinnchance zu haben? Ja, und tatsächlich war dann die gegebene Lösung, der Spieler hat jetzt hier nicht etwa das Pik Ass gespielt, das wäre ja auch irgendwie merkwürdig, sondern er hat Kreuz Lusche gespielt, es fiel Kreuz Lusche, Kreuz König und jetzt haben es die Spieler eben nicht hinbekommen, dieses Spiel umzubiegen, obwohl es eben immer noch leicht umzubiegen ist. Also, der Spieler hier kann entweder stechen, dann die beiden Buben ziehen und danach fällt natürlich entweder noch Pik Ass oder Pik 10 an den Alleinspieler. Aber 5 Volle reichen ihm in dem Fall eben nicht. Das könnt ihr in ganz verschiedenen Varianten hinspielen. Das Spiel ist immer noch platt. Was jetzt natürlich nicht passieren darf, nicht passieren sollte, ist, dass abgeworfen wird und nach einem Trumpfzug dann etwa direkt Pik gespielt wird, ohne dass vorher die Buben abgezogen werden. Ja, also auch der Aufgabensteller hat hier geirrt. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Krux und das, was ich in dieser Geschichte noch besonders charmant fand, eigentlich haben sich alle geirrt. Der Aufgabensteller, weil er geglaubt hat, nach Kreuz Lusche ist das Spiel für den Alleinspieler gewonnen. Der Spieler in Vorhand, der zur Mittelhand sagt, du hast doch einen unverlierbaren Grand Hand, gibst doch nur 3 Stiche ab. Das ist übrigens die letzte Frage hier in der Aufgabe. Hätte Mittelhand seinen Grand Hand gewonnen? Und die Antwort liegt jetzt schon so ein bisschen auf dem Tisch. Naja, wenn die anderen es jetzt verbockt hätten, schon. Aber im Prinzip ist dieses Blatt natürlich kein unverlierbarer Grand Hand. Und das hat Mittelhand ja auch überlegt und letztlich bei 48 gepasst. Und was wäre wohl in der vorliegenden Verteilung auch ganz leicht passiert? Sagen wir mal, Vorhand hat noch die 2 Zehner irgendwie in der Hand. Sonst hätte er wohl nicht 48 gehalten. Er spielt vielleicht bei dem Grang oder relativ sicher ein Herz volles aus, Herz 10, Herz Lusche. Hinten mit diesem Blatt wird irgendein Ass schmieren, können wir wohl mal von ausgehen. Natürlich nicht unbedingt das Pik Ass, das ist ja auch klar. 21, ja, und jetzt ist es ja wäre es ganz üblich, wenn hier zum Beispiel der Herz König hinterherkommt. Mittelhand muss stechen. Bub behält den Stich. Kommt jetzt zu kurz und muss deswegen selber einmal Pik klären, kann also es sich nicht leisten, sofort einen Buben zu ziehen. Muss es erstmal Pik die Farbe etablieren. Pik Ass, Herz Ass 42 und jetzt ist ja auch klar, hier kann gespielt werden, was sie wollen. Selbst ein Voller ist noch da über. Es wird Pik 10 dann abgestochen mit einer weiteren Vollen. Also der Grand Hand wäre sehr wahrscheinlich nicht gegangen. So gesehen hat Vorhand hier geirrt, der Mittelhand vorwirft, was willst du denn? Du hast doch eine unverlierbare Grand Hand. Gäbst doch nur 3 Stiche ab. Ja, trotzdem nicht unverlierbar und korrekt beurteilt von Mittelhand. Mittelhand hat aber genauso die Füße im Nassen, wenn er sagt, du musst mal nachdenken, die erste Karte war schlecht. Ja, natürlich war jetzt hier die Kreuz 7 nicht ideal. Kreuz Ass oder Karo Ass machen es viel leichter, das Spiel zu biegen, aber es wäre immer noch umzubiegen gewesen und sogar der Aufgabensteller hat nicht die kompletten Implikationen in dieser Stellung überschaut. Ja, und da kann man eben wieder nur sagen, es irrt der Mensch, wenn er denn Skat spielt und das macht gleichzeitig den Spaß an der Geschichte aus. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, kommt gut jetzt durch die harten Wochen. Und wir sehen uns vielleicht dann morgen zum Halloween-Turnier und doch wohl ganz sicher übermorgen um 21:30 Uhr, wenn es wieder heißt SenseGuard live mit der kleinen Meerjungfrau. Macht's also gut und wie immer, gut Blatt.